Hallo und herzlich willkommen, lieben Yugi-Tuber, zu meinem dritten Code of the Duelist OCG Box Opening Video. Ja, uns fehlen immer noch drei Holo-Karten, die wir in den letzten zwei Boxen leider nicht gepullt haben, aber kein Problem, wir haben ja immerhin noch mit dieser Box und meiner vierten noch zwei Boxen, wo wir hoffentlich dann die letzten drei Holos pullen können. Zum einen wäre das jetzt noch der DDD-Wellenhochkönig Cäsar, der Topolokik Bomberdrache, komplizierter Name, und Aurum, der Weltkelch Schwertkämpfer. Ja, wie gesagt, ich würde euch auch einfach hier wieder darum bitten, mir ein bisschen die Daumen zu drücken, und dann denke ich mal, dürfen wir mit ganz viel Glück und im Herz der Karten die fehlenden letzten drei Holos pullen. Gut. Dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Pack hier wieder an. Auch hier werde ich jetzt einfach die Karten nur noch so durchswitchen, die Rares so hinlegen. Und ja, aber wie ich schon öfter sage, ist auf jeden Fall ein wirklich ein geiles Set. Also, oh, nice! Das ist eine der fehlenden Karten noch. Das ist der Topolokik Bomberdrache. Nice! In Ultra Rare. Und was die Linkzonen betrifft, der ist eigentlich wirklich ganz gut. Nice! Also schon mal hier von mir einen Daumen nach oben, liebe YugiTube. Somit haben wir schon mal eine von den noch drei fehlenden Holo-Karten gepult. Und ja, hier ist der DDD-Wellenhochkönig Cäsar in Super Rare. Sehr schön. Auch dafür gibt es von mir einen Daumen nach oben. Ja, jetzt fehlt uns tatsächlich nur noch eine, und das schon nach drei Packs. Also, wow. Die Box ist auf jeden Fall mal richtig top. Dann wieder mit den Rettungsmonstern, die Zauberkarte da. Ja. Kann eigentlich wirklich so weiterlaufen, wie ich finde. Oh! Das ist die letzte fehlende Karte. Aurum, der Weltkelch Schwertkämpfer, ebenfalls in Super Rare. Nice, sehr schön. Also damit hätten wir auf jeden Fall schon mal das Code of the Duelist Set vollständig. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, ob wir vielleicht noch eine Ultimate und Secret pullen, die wir noch nicht haben. Und wo wir dann auf jeden Fall unsere Set-Sammlung natürlich noch aufwerten können. Denn wie gesagt, der Rest ist eigentlich wirklich nur noch Nebensache. Aber wie gesagt, ich muss immer wieder sagen, wenn ich mir hier die Artworks ansehe, also die sehen wirklich richtig, richtig nice aus. Ah, da haben wir wieder den in Ultra Rare, hatten wir jetzt auch schon, ich glaube, ganz schön oft, drei oder vier Mal mindestens schon. Insgesamt natürlich einmal in Secret, ich glaube zweimal bisher in Ultra. Und ja, das muss natürlich nicht sein. Oh, geil, Lichtsäbel, nice. Den nehme ich auf jeden Fall sehr gerne. Nochmal als, ja, ich glaube, das mache ich hier mal so. Nehme ich, wie gesagt, sehr gerne als doppelte Holo-Karte. Würde ich auch im Extra-Deck spielen, ist eigentlich eine ganz gute Karte. Das Rettungsfrettchen.
Und ja, Hauptsache, wir haben jetzt das Set komplett. Somit können wir jetzt dann auch voll und ganz auf das zweite V-Reigns Hauptbooster-Set Circuit Break konzentrieren, wo ich, wie gesagt, schon ja, ein paar Boxen bestellt habe. Ich bin da auch echt wahnsinnig gespannt, was in Circuit Break für Karten drin sein werden. Weil bis jetzt, wie gesagt, von den Artworks, wenn ich die Karten so sehe, also teilweise echt lustig und sehr detailverliebt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das mit den richtig hochwertigen Artworks ging eigentlich erst so richtig los mit Sechsel oder Arc 5, würde ich mal sagen. Vorher waren es eher so einfach gezeichnete Karten, die aber halt dementsprechend einen leichteren Wiedererkennungswert haben. Ich sag mal so, bis zur 5Ds-Ära oder bis zu Ende von der 5Ds-Ära gab es eigentlich eher sehr wenige Karten, die teilweise so aufwendig gezeichnet wurden. Das Magiebuch. Oder das geheime Magiebuch müsste es sein in Super Rare. Nice. Ich spiele auch viele in einem Magier-Deck. Aber dazu braucht man diesen einen Magiebuch-Typ. Jetzt weiß ich leider nicht, wie der heißt. Ah, seht ihr das? Hier. Leider beschädigt der Bestrafungsdrache. Ist eigentlich echt schade. Aber ich werde ihn natürlich dennoch in meiner Set-Sammlung natürlich aufnehmen. Ich bin ja nicht so. Hier ist wieder der Firewall-Drache. In Ultra. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon in Ultra ein Playset von ihm. Also, ja. Wie gesagt, ich brauche ihn eigentlich eh nur einmal für meinen Magier-Deck im Extra-Deck. Dann Milus. Oder Misus-Strahler. Ich finde ja auch vor allem von Kodos Edul ist das so geil, dass sie eigentlich doch manche Karten, die man schon von früher kannte, neu aufgelegt haben. Zum Beispiel wie diese zwielichtverpflichteten Monster, sozusagen, die so eine Art neuer Untertyp von den Lichtverpflichtet sind. Finde ich eigentlich wirklich richtig genial, muss ich ehrlich sagen. Genauso wie zum Beispiel Milus Strahler als, das war damals bei Metal Riders ein echt schwaches Effektmonster in Rare. Und ja, jetzt ihn als Link-Monster neu zu machen, der auch teilweise wirklich von einigen im Extra-Deck gespielt wird. Also, ja, läuft, würde ich sagen. Auch wieder so ein zwielichtverpflichtetes Monster. Also, ich finde wirklich die Idee dahinter, alte Kartentypen neu aufzulegen, wirklich richtig genial. Oder auch neue Monster von alten Typen hinzuzufügen. Auch diese musikalischen Karten finde ich eigentlich echt ganz geil. Dann, es müsste, glaube ich, irgendwas mit Linkschloss oder so ähnlich sein in Super Rare. Also, wie gesagt, von den Super Rares dürften jetzt eigentlich schon alle haken. Von den Ultras glaube ich auch. Jetzt können wir eigentlich nur noch eine Secret und eine Ultimate bekommen. Aber wie gesagt, teilweise wirklich einfach, aber dennoch detailverliebte Artworks. Also, wie gesagt, ich finde die neuen Karten wirklich faszinierend. Ich bin da echt der Letzte, der sich da beschwert. Und wie gesagt, zum Sammeln eignen sich die koreanischen Karten perfekt, weil du bekommst immerhin 4 Boxen zum Preis von 2 TCG-Boxen. Und das ist schon wirklich unschlagbar vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und da man ja seit neuestem auch bei den koreanischen Boxen immer so zwischen 10 bis 12 Holos bekommen kann, so ist bei uns im TCG auch schon seit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, seit Anfang oder Mitte der Arc 5-Ära so ist, ist das dann schon echt richtig, richtig krass. Ja, manche Karten haben wir schon öfters gepult. Aber ja, wie gesagt, die Rares interessieren jetzt eigentlich nicht mehr so. Sondern eigentlich im Großen und Ganzen nur noch, was wir so als Ultimate und Secret pullen können. Wie gesagt, das Set ist ja Gott sei Dank komplett. Freut mich auf jeden Fall. Und jetzt interessiert es mich eigentlich wirklich nur noch, ob ich ein paar Karten aufwerten kann mit einer höheren Seltenheitsstufe. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich sehe schon eine Ultimate. Bin gespannt, was das ist. Und. Nice! Fireball Drache in Ultimate. Also bis jetzt hatten wir ihn, glaube ich, nur in Ultra und in Secret. Sehr schön. Nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne für meine, ja, doppelte Holo-Sammlung. Denn jetzt habe ich den Fireball Drachen, also das Hauptmonster dieses Sets in Ultra, Ultimate und Secret. Denn es gibt ja leider keine Holographic Rares mehr, sondern nur noch solche Secret Rare-Varianten. Wobei man vor der Secret wieder sagen muss, es ist nicht die normale Secret Rare-Variante. Nice! Sehr schön, die hatten wir auch noch nicht in Secret. Sondern wie man hier schön sehen kann, dieser Prismatic Secret Rare Effekt, also wirklich nur OCG exklusiv, und das freut mich halt dann umso mehr. Ja, die letzten Packs noch, wie gesagt, da können wir jetzt einfach nur noch so durchhuschen, denn es gibt ja da jetzt im Großen und Ganzen wirklich nichts Neues mehr, was wir jetzt hier so hätten. Und ja, freut mich, wie gesagt, auf jeden Fall, dass wir auch noch zwei, also eine Ultimate und eine Secret gepult haben, die wir noch nicht hatten. Und ja, nehme ich natürlich sehr gerne für meine doppelte Holo-Sammlung her. Denn die wächst ja auch schon. Ich müsste da jetzt auch schon so ungefähr so 250, 300 Holos haben. Wenn es genügt, vielleicht auch mehr. Ich habe da jetzt noch nicht so wirklich dazu gezählt. Ich bin auch ehrlich gesagt noch nicht so dazu gekommen, diese Karten mal in einen Ordner reinzutun. Natürlich sind sie alle in Höhen, ist klar. Aber ich werde sie auch mal bald in einen Ordner reintun und dann euch irgendwann auch mal präsentieren. Und ja, gut, letzte Karte. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende dieses recht tollen, coolen Openings angelangt, liebe YouTuber. Wir haben das Set komplett gepult mit den letzten drei fehlenden Karten. Noch ein Ultimate gepult, die wir nicht hatten. Noch eine Secret, die wir nicht hatten. Und noch ein paar doppelte Holos, die ich auf jeden Fall noch für das ein oder andere Deck brauchen kann. Und ja, damit bin ich eigentlich im Großen und Ganzen vollkommen zufrieden und habe das Set abgeschlossen. Und ja, gut. Wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer, für sonstige Fragen oder Anregungen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, sowie auch besucht auch meine Facebook-Seite, damit ihr auch da rund um meinen Kanal und meine Yu-Gi-Oh! Projekte immer auf dem neuesten Stand seid. Bis bald, euer Card Collector 116.